Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin hier bei mir an meinem Vereinssee, beziehungsweise an unserem Bach, dem Michelsbach. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich im Sommer dann einige Videos machen werde über das Aalangeln und Barschangeln. Ich bin früher nicht dazu gekommen. Jetzt habe ich es aber mal mich durchsetzen können und es getan. Wir haben es jetzt gleich 8:30. Die Sonne dämmert langsam und ich bin gerade dabei, Sachen auszupacken, Angeln zu richten, mich dann auf einen gemütlichen Abend und hoffentlich aalreiche Nacht drauf vorzubereiten. Und dann werden wir mal gucken, ne? Aber ich zeig euch jetzt erstmal hier meinen Vereinssee in unserem Bach. Ja. So, das ist unser Bach hier. Der ist etwa 10 Meter breit. Und ja, hier schön viel bewachsen. Und hier habe ich hier mein Lager. Bin gerade noch dabei, noch etwas unordentlich, aber das wird schon. Gut, ich melde mich nachher. Also wie gesagt, ich melde mich dann also nachher, wenn ich etwas habe. Und hoffentlich wird es ein schöner Abend. So, paar kurze Tipps, was heißt Tipps, Infos zur Montage. Ich werde hier mit einem Grundverfahren quasi an den Start gehen. Ich werde 40 Gramm habe ich als Blei, einfach deswegen, weil ja einfach mal ein Ast vorbeikommen soll und ich dadurch halt ziemlich sicher bin, dass das Ding einfach dann auf dem Grund bleibt. Des Weiteren, ich habe eine 30er oder 35er Hauptschnur. Ich werde den Aalen mit einem 4er Haken und einer 27er Vorfach auf Pelle rücken. Tauwürmer habe ich dabei, kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. So, hier. So, ja, da sind dann so schöne Würmer dann halt auch schon dabei hier. Dann des Weiteren werde ich heute mal das Aalkiller-Lockstoff-Teil benutzen hier. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich wollte es einfach heute mal ausprobieren. Von Top Secret. Auf Aal, ja, preisen sie hier an als der ultimative Aalkiller. Und ja, stehe ich mal auf und zeige euch mal hier den See. Der See hat 10 Hektar, ist ein relativ kleiner See, Baggersee, wurde vor 20 Jahren angelegt. Ja, hier hinten haben wir dann auch hier schön Äste drin im Wasser. Wie gesagt, 10 Hektar groß, schön bewachsen. Hinten scheint noch die Sonne drauf. Ist durch einen kleinen Weg hier seitlich zu erreichen, nach hinten. Da sieht man das Ende quasi sogar gar nicht, was das ziemlich hoch bewachsenes Gras gerade. Ist ziemlich gut besucht hier. Hier fängt die Beißzeit der Aale. Fängt hier meistens so um 10 Uhr an. Dann geht es hier eigentlich normal, wenn die Aale laufen. Also wenn sie auf Futtersuche aktiv sind, kriegt man Bisse. Teilweise werden sie einem aus den V-Ständern, wie ich sie teilweise dabei habe, werden sie einem ganz einfach rausgerissen. Und wenn man dann kurz die Augen zugemacht hat, hat man da keine Chance mehr, hier irgendwie den Aal noch zu erwischen. Deswegen bin ich jetzt gerade daran, umzurüsten. Auf, finde ich, besseren diese Bodenständer. Ich habe hier einen in Oliv, nicht Oliv, Neon, so ganz grellem Gelb. Ja, also. Die halten die Angel also wirklich grandios, auch bei riesen Aalen, ja, oder was, wenn ein Wels mal dran dazwischen geht, was auch hier häufig vorkommt, halten sie einfach schön fest und dann passt das hier auch wieder. Ich werde hier jetzt aktiv versuchen, unter diesem
unter diesen Ästen hier versuchen und dort hinten bei dem Geäst meine Aale rauszufangen. Ich hoffe einfach, dass das geht. Als Bissanzeiger benutze ich Aalglocken gepaart mit Knicklichtern vorne, ganz vorne an der Rutspitze mit Tape dran, Tesafilm. Zurzeit ist das Wasser hier ziemlich flach. Ja, deswegen versuche ich wirklich im hinteren, tieferen Bereich, da sind wir im olivgrüneren Bereich da hinten, hinter den Seerosen einfach mir eine Aale wegzuziehen. Habe die letzten Nächte hier insgesamt 5 Aale gefangen. Zwischen 80 ja, und dann über ein Kilo, 80 Zentimetern. Und ich glaube, der kleinste war irgendwie 61. Also alle ein schönes Maß. Finde ich top. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns später. So, ich hatte ja gesagt, ich melde mich wieder, wenn ich was habe. Ich habe jetzt was. Wir haben jetzt 10 nach halb 10. Ich hatte vor 2 Minuten die Angel rausgeschmissen und hatte den Köder mit einem Lockstoff versehen, den ich euch vorhin genannt habe. Und da hat doch gerade tatsächlich ein kleiner Döbel zugebissen, der mein Lockstoff anscheinend auch ziemlich attraktiv fand. Hier ist er, der Döbel. Ja, also ist ein schönes Teil. Ich werde jetzt gleich mal in die Kiste unten tun. Ich werde jetzt Wasser holen und dann auf in die nächste Runde, aber diesmal hoffentlich ein Aal. So, jetzt sieht man hier mal, warum ich hier drüben dann, ich bin jetzt hier mal den Weg runtergelaufen, warum ich 40 Gramm Blei nehme in einem Bach, der vielleicht 5 km/h Fließgeschwindigkeit hat. Oder wenn sogar noch weniger, ich weiß da nichts nicht so genau. Kann man jetzt mal sehen hier. Denn dieses komplette Gedöns und Äste und allen Scheiß, der hier runtertreibt, treibt auch an meiner Angel vorbei. Jetzt kann man hier mal sehen, was sie runtertreibt. Das sind zum Teil hier Stämme von einem halben Meter Durchmesser, ja. Hier riesen viel Geäst-Scheiß hier überall.